to the familiar. Thank you. What was that, Jack? Pep, how hard is it in this phase of the Champions League when you're playing away from home to go and impose your game on the opposition? To impose your game on the opposition. Well, we're going to try it every single game since we were together 18 months, so we try to impose our game. So the Champions League is a completely different competition than the local league or Premier League because the physicality and the quality of the opponents individually and collectively is higher. And 180 minutes, so your emotions are involved in this kind of tournament a lot. And hopefully we can control it as good as possible and go through. Gut, also ja, die Frage erstmal, ja, wie hart ist es in so einer Phase jetzt, rund der letzten 16 oder Achtelfinale auswärts spielen zu müssen und dort das erste Spiel zu absolvieren und sein Spiel einzubringen? Wie schwierig ist das dann, auswärts sein Spiel einzubringen? Die Antwort daraufhin, also wir versuchen das eigentlich jedes Spiel, seit 18 Monaten, seitdem ich da bin, wir versuchen immer jedes Spiel, unser Spiel einzubringen. Die Champions League ist natürlich ein schwerer Wettbewerb, das wissen wir alle, aber auch in der Premier League, wo es einfach physisch und körperlich sehr starke zugeht, ist auch nochmal ein sehr starker Wettbewerb. Aber hier geht es um 180 Minuten jetzt. Es werden sehr viele Emotionen involviert sein, mit Sicherheit. Und wir werden versuchen, einfach das zu kontrollieren und es in die nächste Runde zu schaffen. Hi Pep. When Leroy Sané was injured, I believe you said it'd be 6 or 7 weeks. He's now back after just 2 weeks. Is that a surprise and why is he back so early, please? No, I'm surprised. How is it so quick? He worked a lot. I couldn't expect with a young guy who was so professional I was, and the physio was perfect. He's not in the perfect condition, but he won a lot of time. And he want to help us, and he's not in the perfect condition, but he's with us, and that is a good news. They make a good job, the physios and himself. Gut, die Frage zu Leroy Sané, der eigentlich zunächst, wurde es angesagt, 6 bis 7 Wochen ausfallen wird. Jetzt ist er schon nach 2 Wochen zurück. Warum das? Können Sie uns da was Näheres dazu sagen? Ja, das stimmt. Das kann ich so bestätigen. Ja, woran liegt das? Er arbeitet einfach hart. Unser medizinisches Staff, auch Physio und so weiter und so fort, haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Alle sehr professionell. Leroy Sané auch sehr professionell, wie er sich da verhält. Wir haben dadurch Zeit gewonnen. Er will bei uns sein. Er will mit uns zusammen gewinnen. Und er ist zwar nicht in der perfekten Kondition, Bedingung, ist ganz klar. Aber man kann sagen, dass einfach eine gute Arbeit geleistet worden ist im Vorfeld und während der Verletzung. Und ja, er steht wieder bereit. Pep, good evening. Hi, Vincent talked about the team feeling more at home in the Champions League. You've managed against Manchester City. He talked about Bayern Munich, about Barcelona, about Real Madrid. Will those sides look at your team as a proper threat, as a team that could win this competition this season? I don't know. Really, I don't know. So I don't know if we are ready or not. So I have a lot of full confidence of that guy, so there's no doubt about that. They know it. But that competition is special, so I don't know. So I think our target is to do better than last season. And to do better last season is go in quarterfinals. That will be enough for the short time, and after we'll see. But do you think those sides are looking at you with different eyes this season? Well, we did better 7-8 months to get this season than the last season, so we cannot deny how good we did many things. In like Bini said perfectly, in all competitions, in every single game we were there, winning or losing, but we were there. And but that competition is so special for my experience, especially like a manager. So the teams are so clinical, and you have to be, and how you control the bad moments in 180 minutes is going to happen. You have a big chance to go through. So, but we're going to try to do the same. So the way we prepare that game is the same we prepare in the Premier League and League One and FA Cup, the same. So try to analyze, discover the strength points from the other opponent, what we can do to punish them,
and think about it, we have another game. That is, I think, the most important thing. It's do what we have to do in the terms of what we show in that season, the way we want to play, but always thinking we have Etihad Stadium in 2 weeks, 3 weeks, and we cannot forget in this kind of situation, this kind of games. Gut, also wie schon angeklungen ist, sie fühlen sich in der Champions League wie zu Hause. Wenn man jetzt auch die anderen Teams mal anguckt, Bayern, Barcelona, Real, die starken Teams da. Glauben Sie, dass das die Hauptkonkurrenten sein werden und dass aus diesen drei vielleicht auch der Sieger der Champions League kommen könnte? Die Frage daraufhin, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Natürlich weiß ich, dass, ja, dass wir bereit sind, dass wir das Selbstvertrauen haben im Team. Es ist ein spezieller Wettbewerb, die Champions League, wie jeder weiß. Und was wir erreichen wollen, ist einfach besser zu sein als die letzten Jahre. Was das würde heißen, ist also das Viertelfinale zu erreichen dann dementsprechend. Und dann die andere Nachschlussfrage dann noch dazu. Ja, sehen Sie das dann genauso, dass man dann vielleicht dieses Jahr auch dann etwas mehr erreichen kann? Die Antwort daraufhin ist einfach, ja, wir haben jetzt 7, 8 Monate in der Saison gespielt. Ich kann darüber jetzt noch nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass wir jedes Spiel das gezeigt haben, was wir zeigen wollten, auch ob wir jetzt mal verloren haben oder einen Unentschieden erreicht haben, aber wir waren immer da. Die Champions League ist, wie gesagt, einfach was Spezielles und die Teams, die nutzen auch jede Chance, die sie bekommen. Die Gegner dann normalerweise, wichtig ist, die 180 Minuten dann auch dementsprechend zu kontrollieren. Und wir bereiten uns vor, wie immer, auch wie in der Premier League, bereiten wir uns auch für die Champions League vor und analysieren dann nach einem Spiel oder auch vor einem Spiel die Stärken, die Schwächen und so weiter und so fort und versuchen da uns dementsprechend gut vorzubereiten. Das ist das, was wir tun können und das, was wir tun werden und was wir tun wollen. Pep, how many training sessions has Leroy had with your full training sessions? And one. Just one. Is he fit enough to start tomorrow? He's young. But yes, then. It's a bit longer than I usually take it. Gut, also Frage nochmal zu Leroy Sané. Wie viele Trainingseinheiten wird er noch brauchen? Oder wie viele Trainingseinheiten hat er gebraucht, um jetzt auch wieder fit zu sein? Dementsprechend nur eine. Mehr braucht er nicht. Er ist noch jung. Ja, dementsprechend. Und bei Vincent hat es ein bisschen länger gedauert. Alles entsprechend natürlich dauert die Heilung ein bisschen länger. Last couple guys, just one here and then in the corner. Thanks. Pep, UEFA have just announced that they've reminded referees to clamp down on serious foul play and dangerous tackles. They've issued a statement. Given the concerns you've had, I know the domestic concerns, obviously, with some of the tackles, that must be a move that you welcome, greater protection for players on this stage. It's not the moment to talk again about that. So I spoke many times about that, so that is not necessary to talk more. Die Frage war jetzt, UEFA hat bekannt gegeben, dass die Schiedsrichter doch mehr darauf achten sollen, die Spieler mehr zu schonen, zu schützen und gefährliche Fouls dementsprechend auch halt zu bestrafen. Was sagen Sie dazu? Die Antwort daraufhin, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich hatte schon so oft das darüber gesagt und es ist jetzt nicht der Moment, darüber zu sprechen. Hat Pep Guardiola Erinnerungen an sein letztes Spiel hier in Basel vor 9 Jahren und was denkt er über die aktuelle Ausgabe vom FC Basel? Ja, ich erinnere mich sehr. Ja, es war ein großer Moment für mich. Mein erstes Jahr wie Manager von FC Barcelona. In mein erstes Spiel in Champions League. Und wir haben gute Performance gehabt. Und sehr gut. Ich freue mich, hier nochmal zu sein. But the question was, do you remember when you last were here in Basel 9 years ago with Barcelona? Do you remember that match that you played here and that time? The answer, yes, it was a great moment for me. It was my first year at Barcelona, my first year in Champions League. And if I remember correctly, we showed a good performance. So, and I'm happy to be back in Basel. Und was denken Sie über die aktuelle Mannschaft? Weil in seiner Liga spiele ich vier Kette. In der Champions League haben ich spiele 5 Kette. Sie haben es sehr gut gemacht. So, ich spiele in der Gruppenphase mit Manchester United und in Benfica, eine traditionelle Mannschaft von Champions League. Ich habe es sehr, sehr gut gemacht.
5-0 hier against Benfica, 1-0 against United. So, sie haben es sehr gut gemacht. Es ist eine sehr gute Organisation defensiver. Seine defensive Verhalten sind sehr, sehr gut. Overin ist ein starker Spieler, guter Kontratak. Ich habe meine Spieler gesagt, so, es war sehr, sehr schwierig, especially hier. Und wir haben so sehr intelligent gespielt am Morgen. So, aber wir haben sehr confident, wir haben gut Mut. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Wir haben Selbstvertrauen und ich hoffe, können wir am Morgen ein gutes Spiel so machen. Okay, so what can you tell us about the current squad of Basel? The answer was, in the league, in the Swiss league, they play with a back four formation. In the Champions League, they play with a back five formation. They have shown great performances, good performances in the Champions League.